Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar spielen wir heute eine Runde Rocket League. Naja, mehr oder weniger, ich zeige euch heute das Update, was vor 3 Tagen gekommen ist für Rocket League. Einmal sind wir jetzt hier in der Wüste und hier haben wir unseren schönen Ball. Und war der Ball auch noch da, genau. Aber das ist der Ball. Naja, egal. Dies ist ein neues Auto. Es gibt 2 neue Autos. Einmal ist es der hier, der Kipper und der Krug. Den habe ich noch nicht gespielt, der sieht ziemlich hässlich aus. Und dies hier ist mir irgendwie ins Auge gestochen. Das Update kostet, also wenn man es haben will, kostet 3,99 bei Steam, bei Moga, ich glaube ein bisschen günstiger, keine Ahnung, müsst ihr selber gucken. Und es gibt ganz neue, also ganz viele neue Sachen, Räder. Gibt es jetzt hier einmal. Die sehen mega cool aus. Wir haben noch solche aus Gold. Ja, was noch cool wäre, wenn hier so Stachel rauskommt hier. Aber, naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So, was haben wir denn noch? Neu gab es einmal die Schraubenspur, dann so eine blaue Pampe, keine Ahnung, noch so eine Pampe und so eine Pampe. Sieht ziemlich cool aus eigentlich, wenn man jetzt das Auto ein bisschen drehen würde so. Ich hab das, ja jetzt hier. So, Staub haben wir hier auch noch. Das kennen wir, glaube ich, noch. Genau. So, die anderen sind alle normal Standard geblieben. Und die könnt ihr euch dann natürlich auch freispielen gleich, wenn ihr ein paar Matches spielt. Ja, was hier bei den Köpfen, also was oben auf dem Dach kommt, sich erneuert hat, ist einmal dieser Stierkopf. Sieht ziemlich cool aus. Also passt direkt drauf, oder halt so ein Strubberbesen, dann sieht man aus wie so ein Punker. Ist auch, passt zu diesem Auto. Ja, das war auch, ach, hier noch das Radio, genau, das passt, geht so rein, also finde ich jetzt nicht so schön. So, dann haben wir hier einmal die Bombe mit einem grinsenden Lächeln. So ein Ball hier. Den hier auch noch. Und wir haben aber auch noch, was ich vorhin gesehen habe. Das hatte ich aber auch schon mal auf. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Ich glaube nicht. Das ist eine Landesflagge nicht. Ja, hier. Der im kreativen Mode kann man ja die zu so dem Ball als Viereck nehmen. Das könnt ihr euch dann auch so ransetzen. Sieht mega cool aus. Also, geht so. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues, außer man können, also man kann auch die Farben ein wenig anders machen. Tarnfarben. Und sonstiges. Also, Tarnfarben, das heißt, das wird alles so wie so eine Tarn. Klamottenstil gemacht und das ist dann in verschiedenen Farben halt möglich anzuwenden. Ja. Und hier haben wir halt verschiedene Muster, die wir uns anlegen und freispielen können. Das sieht ganz gut aus für mein Auto. Aber ich will nochmal schnell die Farbe so ändern. Den Schriftzug. Neon grün. Ja, nee. Ja. Sieht doch schickimicki aus. Ja, die anderen Autos, die kamen ja schon. Also das eine Update habe ich euch ja auch mitgeteilt. Es war hier aus der Zukunft das Auto für 99 Cent oder 1,99 €. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. So genau.
Ja, das Auto, das spiele ich halt nicht wirklich, weil das kann ich nicht fahren. Gebe ich jetzt echt zu. Also, man muss damit fahren können, wollen und so weiter und so fort. Dieses Auto ist ganz cool, damit kann ich ganz gut fahren. Oh. Das soll es auch schon gewesen sein von dem kleinen Update hier von Rocket League. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ne, dann Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren für mehr für Rocket League. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.